Hallo zusammen zum App Review Nummer 101. Das hier ist die Folge nach meinem 100. App Review, natürlich 101. Aber ja, das Leben geht jetzt auch normal weiter. Und für alle die, die mein 100. App Review Folge noch nicht gesehen haben und die 6 Special Videos, die es dazu gab, die können auf jeden Fall nochmal reinschauen. Ich denke, da ist für jeden was dabei. Und ja, ich denke, wir fangen am besten mal an. Und zwar hier habe ich wieder 4 Apps für euch. Die teilen sich wunderbar auf. 2 sind kostenlos, 2 sind kostenpflichtig. Wir fangen mal mit einer kostenpflichtigen an. Und zwar einfach Mathe. Für alle, die Mathe begeistert sind, wird das hier eine perfekte App sein. Denn hier könnt ihr euer Kopfrechnen unter Beweis stellen oder es trainieren. Hier kann man erstmal Spiele auswählen. Ich kann hier auch neue Spiele erstellen. Ich gehe mal auf Knappneck. Hier neben wird noch angezeigt, was für einen Rekord ich habe. Und dann kann ich hier einmal auswählen, welche Schwierigkeit ich haben will. Ich gehe mal unter einfach, blub. So, jetzt habe ich es. Und dann kann ich noch hier an- und abwählen, zum Beispiel, wenn ich Subtrahieren gar nicht mag, und kann wähle ich es einfach ab. Ich habe jetzt hier aber mal alles drin, dann klicke ich hier einfach auf Start und dann geht's los. Das sind 3, 64 und ihr seht schon, das wird hier immer wunderbar animiert. Das finde ich auch wirklich toll gemacht. Weil dann wird das hier so kurz grün und verschwindet dann. Das ist echt super. Wenn ich hier irgendwas falsch mache, dann wird es rot und hier unten kommen Striche dazu. Und wenn ich dreimal was falsch gemacht habe, so, zack, dann kommt hier schön eine Bewertung und dann kommt hier noch so ein kleiner Text. Du hast bei 8 Aufgaben nur 3 Fehler gemacht und damit 100 Punkte erreicht. Aber ich bin mir sicher, dass du noch mehr Punkte schaffst. Hier auf Fertig klicken und dann kann ich einfach wieder auf Start und dann geht's weiter. Das war einfach und wenn ich hier unter Schwer gehe, dann geht's hier wirklich los. Ja, wunderbar. Ist ja ganz mein Fachgebiet hier. Okay, jetzt habe ich keine Lust mehr. Wenn man nicht warten will, bis man 3 falsch hat, kriegt man die einfach auch fertig und erhält dann seine Bewertung. Das macht alles wirklich schön Spaß. Wie gesagt, schön viel Spaß. Macht schön Spaß? Naja, egal. Das, was diese Animationen auch, die sind alle wirklich toll gemacht, auch hier mit der Tafel im Hintergrund. Also grafisch ist es wirklich toll. Das Einzige, was mich stört, ist, dass das Spiel nicht sonderlich motivierend ist. Man kann zwar hier an- und abwählen, was man haben will und was man nicht haben will, aber ich hätte gerne zum Beispiel, ich fange am Anfang an und habe hier nur addieren. Das ist so eine Art Spiel. Das heißt, ich schalte Level für Level frei und dann habe ich hier zum Beispiel nur addieren und einfach. Dann mache ich da 10 Aufgaben, dann kommt super, hast du gelöst, dann kommt subtrahieren dazu, multiplizieren, dividieren. Ich mache dann immer 10 Aufgaben und dann geht es in die nächsthöhere Stufe und so, dass ich halt einfach so eine Art Challenge, Aufgaben zu bewältigen habe und nicht, dass ich immer nur stumpf vor mich hin und her rechne, vorrechne, irgendwas rechne. Deswegen, das wäre mein einziger Kritikpunkt. Für alle die aber zwischendurch mal für 79 Cent ein bisschen Kopf rechnen wollen, lohnt sich diese App aber auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zu einer App, die mir von einem User, von einem Abonnent empfohlen wurde, und zwar von IceKill95. Vielen Dank für diese richtig geile App. Die heißt nämlich MusicPad und ist kostenlos. Und ihr seht hier, ist ein bisschen dunkel, aber hier ist so ein Feld. Und auf diesem Feld kann ich jetzt irgendwo auf irgendeinen Block tippen und dann kann ich so Punkte mal platzieren, die dann Töne machen. Fangen wir einfach mal an. Ich platziere mal hier einen Punkt. So. Und der aktiviert sich dann halt immer. Dann kann ich hier auch noch weitere Punkte setzen, überall wo ich will. So einfach ist es, Musik zu machen, und man sieht, man hört schon, es hört sich wirklich gut an. Wenn ich einen Punkt wegnehmen will, einfach draufklicken. Das ist mitunter ein bisschen fricklig, weil die Felder ziemlich klein sind, aber es funktioniert. Und zur Not einfach schütteln, das ist ja jetzt mit dem X-Send. Ach, komm schon. Oh, schon, das geht, muss doch gehen. So, wunderbar. Einfach schütteln ohne X-Stand, sieht das auch nicht so bescheuert aus. Und dann könnt ihr einfach wieder neu anfangen. Und hier hört man schon, hier ist immer eine Reihe mit Tönen. Und so kann man wirklich total einfach Musik machen, seine Freunde mal ein bisschen faszinieren, wie toll der iPod, das iPhone noch ist. Deswegen, MusicPad ist wirklich für jeden eine Empfehlung, weil dieses Programm wirklich absolut Lust und Laune macht.
Ja. Jetzt kommen wir zu einem weiteren kostenlosen, und zwar zu Bounce Mania. So, einmal den X-Stand rumdrehen. Darf Bounce Mania ihren aktuellen Standort? Nein, darf es nicht. Open Find brauche ich auch nicht so unbedingt. So. Und was muss man bei Bounce Mania machen? Am besten zeige ich es euch, weil das ist etwas schwerer zu erklären. Ihr habt hier euren Ball, hier unten läuft eine Zeit und hier seht ihr zwei Knöpfe. Mit diesen Knöpfen könnt ihr dann die da drauf abgebildeten Balken platzieren, um hier zum Beispiel diesen Stern zu holen. Jetzt habe ich diesen Block hier gerade platziert und man muss hier natürlich den richtigen Moment abpassen. Ah, okay, ich bin wirklich kein Profi in diesem Spiel und das Spiel ist auch wirklich nicht so einfach. Das muss man jetzt mal ganz klar sagen. So, zack. Es funktioniert so ein bisschen auf dem System von Snake. Aber nur so ein ganz kleines bisschen. Und ja, das Problem ist wirklich, dass das hier ein bisschen schwer zu durchschauen ist. Auch nach längerem Spielen weiß man immer noch nicht immer so ganz, was man dann wo zu setzen hat und welchen Stein wo und so. Es macht zwar Laune, aber ich würde mir noch wünschen, dass man hier zum Beispiel Blöcke einfach wieder wegklicken kann, weil dann hätte ich hier auch, oh, das war wieder scheiße, mehr Möglichkeiten. Wenn man hier nämlich so einmal einen Block falsch setzt, muss man hier einmal irgendwie komplett rumnavigieren. So, und jetzt habe ich den hier endlich gekriegt. Ihr seht schon, das ist alles ein bisschen Frickelarbeit, deswegen auch keine allzu hohe Bewertung. Ist ein interessantes Spielkonzept, man muss sich ein bisschen reindenken, um es auch wirklich dann zu können und zu verstehen. Deswegen keine allzu schlechte Bewertung. Schaut einfach mal rein, für kostenlos kann man das ja immer mal machen. Und wir kommen zur letzten App, und zwar zu Bird Strike. Ist auch ein sehr, sehr lustiges Spiel. Ist so, nee, ich will nicht sagen Puppy Jump, aber nee, Puppy Jump ist es gar nicht. Gut, ich zeige euch am besten, worum es geht. Wir nehmen hier einfach mal das erste Level. Und ihr seht hier, wie viele Punkte ihr kriegen müsst, um welche Medaille zu kriegen. So, ihr seid hier dieser Vogel. Am Anfang flippt ihr so nach unten, platziert den. Und durch die Raketen, die ihr hier oben schon seht, fliegt ihr dann immer höher. Und dabei müsst ihr noch versuchen, mit Hilfe der Accelerometersteuerung Sachen einzusammeln, um möglichst viele Punkte zu bekommen. Machen wir ein X-Stand hier ein bisschen lockerer. Dann funktioniert das auch. Und man darf hier halt nirgendwo dran knallen. Ah, jetzt habe ich sie hier verpasst. Jetzt fliege ich einmal bis unten durch. So, zack. Aber ich habe jetzt natürlich nicht genug Punkte. Und deswegen starten wir das einfach nochmal. Oder ich habe sogar genug. Play Next. Und so funktioniert halt das Spielprinzip. Es ist noch kein Meister von dem Himmel gefallen und ich bin auch wirklich kein Meister in diesem Spiel. Aber ich finde, es macht wirklich richtig viel Spaß. Ist mal wieder so eine App für zwischendurch, die man mal im Zug oder in einer Pause spielt. Ah, und diese roten Ballons, da kommt man halt nicht ohne weiteres durch. Man darf auch nicht überall dran knallen. Ah. Okay, ich glaube, ich verliere gerade schon wieder, aber ah, meine letzte Chance. Okay, so funktioniert Bird Strike. Ich bin da wirklich überhaupt kein Meister drin. Deswegen, für 79 Cent, denke ich, ist ein interessantes Spielprinzip. Die Steuerung funktioniert exakt. Man ist manchmal ein bisschen planlos, wo man jetzt genau hinfliegt, aber man hat ja immer hier mehrere Versuche, halt mehrere Raketen, die man einsammeln kann. Deswegen ist das, glaube ich, nicht das Problem. Deswegen Bird Strike für 79 Cent eine Empfehlung für so ein Spiel für zwischendurch. Und jetzt habe ich noch drei Abo-Empfehlungen euch. Die erste geht an SuperMichi66, die zweite an OssiStyler und die dritte an iPhone-App-Test. Das sind wirklich auch drei coole Leute. Schaut auf jeden Fall mal rein. Die machen App-Reviews und testen Produkte, so wie ich das ungefähr auch mache. Und noch ein bisschen darüber hinaus. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Ich würde natürlich auch freuen, wenn ihr weiterhin in meine Videos reinschaut, mich abonniert, dieses Video kommentiert. Und ja, schaut euch nochmal die Special-Videos an. Ich denke, die sind echt für jeden ist da was dabei. Ja, bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Spaß.